Kommen wir zu einem weiteren Projekt der neuen Weltordnung, nämlich zu ResentHat-TV. Mein Name ist Heinz-Alfred-Leopold. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu ResentHat-TV. Diesem Kult dieser Sekte, ResentHat.com, dieser europäischen Adelskaste. Die Adelskaste herrscht. Es ist immer die gleiche Kaste. Diese Adelskaste, diese grinsenden Honigkuchenpferde, dem Schlamasse. Das ist also genau das, was man eigentlich nicht haben will. Die Elite, wichtige Leute an dem Leitthema. Ein Angriff von der falschen Flagge. Keine netten Leute. Presenter.com. Das ist halt einfach nur Antisemitismus, alte Legenden, Brunnenvergifter und so weiter. In militärischen Handbüchern war Brunnenvergiftung immer der Klassiker. Wir müssen eine chemische Waffe nach Syrien bringen. Und damit alles wieder schön einfacher ist, hauen wir halt die Juden kaputt. Presenter.com. Eine der bekanntesten Institutionen des Netzes. Was ist das Profil von diesen Leuten? Was ist das Profil dieser Menschen? Also haben wir dann wieder diese. Haben wir dann wieder dieses Profil. Das Profil lautet folgendermaßen. Presenter, das ist eine Frontfirma des Pentagons. Eine Fronteinrichtung, Spionagewerkzeuge, Kriegsverbrecher, Nazis, größtenteils unabhängig. Erleuchtete Führer, Lucifer anbetende Päderasten und Serienkiller. Serienkiller, Päderasten, Satanisten. Päderasten, Serienkiller, Massenmörder, Mafiosi, Satanisten. Wir sehen diese Hand, Presenter, also die Drogenhändler, Mafia-Typen. Also das sind dann diese fetten, alten, ekligen, Serienkiller. Alte, eklige Schweine mit Folterkellern in ihren Schlösschen. Was alles gelaufen sein soll, in Folterkellern, in Schlösschen, in diesen ganzen, auf diesen ganzen Elite-Partys. Da gibt es dann die normalen Sex-Partys und die leichteren Partys, die ein bisschen härteren Partys. Und dann gibt es dann so die ganz kranken Dinge in den Folterkellern. Mit Folterkellern, in Folterkellern, in ihrer Freizeit, in ihrem Folterkeller sich vergnügen. Alte, eklige Schweine mit Dobermännern. Herrn Kugel, Presenter, noch mehr Interviews über seine Zeit in Feucht bei Nürnberg. Wo gesagt hat, man leckt Blut. Und so weiter und so fort. Medien zu machen ist sehr, sehr gefährlich. Es geht immer diese Hand. Fünf Kategorien oder noch mehr Kategorien. Presenter.com. Leute aus dem ganz normalen Volk, Faschisten, sind Teil der Verschleierungsstrategie. Sie sind zum Einschlafen, Eyes Wide Shut, abhängig von diesen Machtzentren. In China hängt ein Oligarch dahinter. Natürlich einer der geschichtlich bizarrsten Charaktere, fast schon Prominente. Und das ist überhaupt kein Zweifel. Das ist meistens immer das Gleiche. Es ist immer gleich aufgebaut. Es ist immer die gleiche geistige Störung, meine Damen und Herren. Es ist immer die gleiche geistige Störung. Man kann diese Leute bezeichnen als Illuminati und gehen zur Elite-Party. Psychopathen regieren die Welt, Serienkiller, Päderasten, Satanisten, machen ihr Vermögen. Also man zockt die dritte Welt ab, Geld regiert die Welt, ne, Macht regiert die Welt. Mafiöse Deal. Okay, Presenter, wir sehen die Hand dieser Organisation, dieser Illuminati und deren Verwandten schufen dieses Monster. Willem Alexander, Venice Before Schiffung gab $1 Million, Presenter-TV, die in ihrer Freizeit das machen, was sie von Jeffrey Dahmer, Ted Bundy und Charles Manson gehört haben. Also das hier ist dieser nette Clan. Presenter, die Beschützer, die Good Guys. Also diese Leute, einige ganz, ganz wichtige Leute, tragen verschiedene Hüte, aber sie sind alle mehr oder weniger an dem gleichen Projekt beteiligt. Eben Kriminelle. Und die Massenmedien wissen das alles. Die Medien wissen das alles. Die Medien berichten, Presenter.com übernehmen erleuchtete Agenda für die Zukunft. 33 Jahre gedient, also die Monstrosität dieses Unterfangens, diese Beraterfirma, diesen Laden, diesem Lawinenunglück, also die Monstrosität, die ist nicht mehr in Frage zu stellen. Immer wieder diese bekannten Namen. Mein Name ist Alexander Benisch, der erste preußische Prinz, König der Grachten und der Samba. Der deutsche Adel, die Bilderberg Queen und der Bilderbergmann schlechthin. Der Rothschild unterstützt mit starken deutschen Bindungen. Der deutsche Prinz, der mediokre Deutsche in Anführungszeichen. Nullnummer Spiegelleser, ein Agent der Londoner Rothschilds, verfasste diverse Berichte über das Internet im Jahr 1952. Ein nicht unbedingt deklarierter Fürst. Linie stammt wie alle königlichen Ober von vorwiegend deutschen Häusern des Mittelalters ab. Eine sehr, sehr wichtige Figur innerhalb der neuen Weltordnung. Seine Organisation mischt mit, wenn es um Regimewandel geht. Das Werkzeug des alten, schmierigen Milliardärs und Bilderbergers. Er war 33 Jahre gedient. Hier sehen wir die alte Tante. Er war untouchable, er war unantastbar. Meisten Einfluss in dieser neuen Weltordnung. Er war ein Normalo. Gefundene Krankheit, die Pest. Er war Sülz.
bla 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 Sülz, bla 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 Sülz, bla 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 Sülz. Heinz Alfred Benesch, der neue König, lang zurückreichende Beziehungen mit Geheimdiensten. Geheimdienste und ranghohen Drogenschmuggler, Central Intelligence Agency, MI6 und MI5 und die Krypto-Telefone. Diesen riesigen Apparat. Das ist dieser ganze Komplex. Ganz, ganz wichtig. Mr. Alexander ist für Bilderberg tätig, aufs engste verbunden mit dem militärisch-industriellen Komplex. Ja, auf engste verbunden, militärisch-industriellen Komplex. Dann von 2001 bis 2003 ging zur Brüsseler Niederlassung der RAND Corporation. Also, er ging dann auf Partys und es wurde jetzt von Zeugen auch berichtet, wo dann die Teilnehmer in Kutten rumstanden und Masken und hätten dann ein Mädchen geschlagen. Dabei ging es um SM-Partys und rituelle Aktivitäten. Haus Nassau, Haus Orange und obskures Fürstentum aus Südfrankreich. Seine Neigungen galten lange als Geheimnis. Er wurde auf der offiziellen Königsfamilien-Webseite nicht mal erwähnt lange Zeit, wegen der kontroversen Frau, die er 2004 heiratete, dessen Vorzeigedame. Sie war 89 und er kauft seiner jungen Verlobten diesen riesigen, trotzigen Diamanten und sagt dann, das ist ein Stein für Adlige. Allerdings, also, die Frau wurde 97 oder wie auch immer. Außerdem, wenn es um Medien geht, also die aufklärerischen Medien, das mag Mr. Open Society, wir brauchen diese europäische Integration. Alexander Benesch überhaupt nicht, meine Damen und Herren. Alexander Benesch war verantwortlich für geschätzte zwischen 3 und 15 Millionen Tote in Belgisch-Kongo. Dann gucken wir noch ein bisschen über die... Gucken wir ein bisschen näher auf diese ganzen Verbindungen. Und die Liste ist ewig. Und das sind diese Anzugträger, die Sie dann sehen im Fernsehen. Hier finden Sie zum Beispiel das Ex-Dossiers-Summary im Dutroux-Fall aus Belgien, verschiedensten Formaten. Und können Sie das Ganze mal durchlesen, ist in Französisch. Aber... Das muss uns ja nicht unbedingt aufhalten. Ich bin für den Sozialismus, aber wenn ich den nicht haben kann, dann taugt mir auch ein totaler Kommunismus. Ja, das geht dann halt nicht anders. Alexander Benesch, eine halbwegs akkurate Darstellung. Ein Top-Skifahrer. Also er ist derjenige, der als einer Geldfamilie entstammt. Das war dann der Shop, unser Shop, wo dann dicht gemacht wurde. Das ganze Mafia-Problem dort zeigt sich auch noch, indem einfach Menschen, vor allem in Gegenden wie Feucht bei Nürnberg, dass Leute bei lebendigem Leibe mit Kettensägen zerteilt werden. Oder auch in Los Angeles ist es auch immer häufiger, dass dann einfach die eine Gruppe rächt sich an der anderen, indem man ein Mitglied einfängt, zersägt oder durch den Schredder wirft und dann den anderen Leuten dann die Plastiktüten vor die Füße wirft. Solche Monster, solche Verrückten mit Armeen, mit Großbanken, mit Einfluss, mit Historie, mit Erfahrung. Da geht es dann nicht mehr nur um das Territorium in Feucht bei Nürnberg, wer da jetzt Koks oder Crack verkaufen kann, sondern es geht hier um viel, viel mehr. Also die einseitige Propaganda, Soldaten befehligen, Massaker verüben, Leute unterdrücken. Der Mythos, dass Alexander Benesch sich unabhängig entwickelt hätte. Infokrieg, wir sind Adlige. Er hat zwar keinen Titel, wie die meisten amerikanischen Ostküsten reichen. Die Frage, die sich dann natürlich ergibt, ist, was definiert einen Juden? Ostküsten, also wir hier im Westen, wir hassen unsere Herren und Meister, Ostküsten, Juden, ihre Religion, die sie praktiziert haben und auch ihre Genetik, ihre Hautfarbe, ihre Psychopathie, ihr Narzissmus und ihre Ideologie des Terrors, des Absolutismus und des Hasses. Also wollen wir die beseitigen. Hitler hat das geschafft, alle Juden sind an dieser Verschwörung beteiligt. Nicht vollständige Menschen, aus genetischen Gründen teilweise, aus anderen Gründen, das denke ich ist das einheitliche Merkmal. Ostküsten, aber er sagt trotzdem, wir sind adelig. Keine Ermittlungen, kein gar nichts. Hauen wir halt die Juden kaputt. Die ließen sich malen in Hermelinmäntel. Natürlich richtig mächtigen Familien angehören. Die wurden positiv dargestellt von Mr. James Heinz Alfred Benesch Leopold Benesch.
Quellestrich. Leute, die dem Establishment angehören, sich auch mit solchen Leuten unterwegs, um die Gesellschaft zu transformieren in eine esoterisch-kommunistische, verdeckt-satanistische, luziferische neue Weltordnung. Und besuchen Sie auch unseren Shop. Ich glaube, die Bundesregierung kauft Produkte und sagt dann, nur die Sklaven, die Normalos, dürfen nichts mehr haben. Völlig, völlig bizarr. Pädophilen Skandal in Portugal. Päderasten mit Minderjährigen, also Kinder werden entführt. Pädophilen Skandal in Portugal. Päderasten mit Minderjährigen, also Kinder werden entführt. Päderasten mit Minderjährigen, also Kinder werden entführt. Also man hat den Geschmack von Blut im Mund, wenn der Ruf kommt. Einfach nur gruselig, es geht bis ins allerletzte Detail. Recenter.com/infokrieg/recenter. Folterkellerschlösschen, Päderasten, Serienkiller, die Juden, diese Hand, Folterkellerschlösschen, Päderasten, Serienkiller, die Juden, diese Hand, das sind die fünf wichtigen Eigenschaften, die fünf Wörter, mit denen wir was anfangen können. British Empire, Sachsen-Coburg-Gotha. Sie ist das Empire, Sachsen-Coburg-Gotha, nach den alten Scharmützeln mit dem britischen Imperium. Sachsen-Coburg-Gotha geworden für das große Empire, die neue Weltordnung. Sachsen-Coburg-Gotha als britisch-amerikanisch. Sachsen-Coburg-Gotha ein britischer Rüstungskonzern. Sachsen-Coburg-Gotha natürlich die britischen Royals haben auch schon ihren Übergang vorbereitet. Janssen, Lippens, Sachsen-Coburg-Gotha, 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 Janssen, Lippens, also die einseitige Propaganda, das ist ein ganz, ganz wichtiges Story.